So, willkommen zu einer neuen Serie hier im GTA 5 Let's Play. Was heißt Let's Play? Also, es wird folgendermaßen laufen. Wir werden jede Folge, ich mach mal wegen den Hintergrundgeräuschen, wir werden jede Folge ein Auto kaufen, dieses Auto tunen und uns das Auto mal so ein bisschen angucken. Ja, das ist, weil bei meinem normalen GTA 5 Let's Play war es so gewesen, dass eine Menge Leute gefragt haben wegen den Autos und so weiter. Jetzt erstmal wegen der Kohle oben. Weil auch viele Leute fragen, woher ich so viel Kohle habe. Ab Folge 68 von meinem GTA 5 Let's Play machen wir Missionen, wo wir Aufträge von Lester annehmen, dann Aktien kaufen, die Aufträge erfüllen, dann die Aktien nach einer bestimmten Zeit wieder verkaufen und dadurch haben wir so viel Kohle. Das bringt aber erst was, wenn man wirklich mit den Lester Attentaten bis ganz zum Schluss wartet, bis man genug Kohle hat, um sie zu investieren. Also vorher bringt das nichts. So, dann, ich habe mir eine Garage gekauft mit Franklin. Die ist hier unten. Also das hier. Garage in der Grove Street. Jeder Charakter hat seine eigene Garage. Hier zum Beispiel ist ein Kfz-Abschleppplatz. Der ist direkt bei der Polizei. Da scheint ein Auto von uns zu stehen. Okay. Wie kaufen wir ein Auto? Handy, Internet, Moment, Reisen und Transport. Hier sind gebrauchte Hubschrauber und Flugzeuge. Was sind denn das alles für Autos? Okay, die habe ich noch gar nicht gesehen. Manche. Dann würde ich sagen, fangen wir doch mal mit dem Coil Brawler an. Ich hätte den gerne in Rot. Bestelle. Okay. So, jetzt müssen wir einmal wieder raus. Und das Auto müsste gleich. Ja, hier, ihr neues Modell Brawler wurde zu ihrer Garage geliefert. Ich weiß nicht, ob ihr den Hintergrundsound auch so laut hört. Bei mir ist es. Oh, sieht das scheiße aus. Also von der Lackierung her. Dieses Orange. Alter Schwede. Musik habe ich ausgemacht, weil sonst kriege ich wieder Strikes. Beziehungsweise sonst muss ich die Videos wieder bearbeiten. Ja, so, jetzt Los Santos Customs. Da. Nein. Ich weiß nicht, welcher näher ist. Der oder der? Mal kurz gucken. 1,1 Kilometer. Wenn wir jetzt zu Moment. Ja, ich muss mich erstmal wieder in GTA reinfinden. Ich war ewig nicht mehr im Spiel hier drin. Wenn wir dahin fahren, sind es 1,56. Also fahren wir dahin. Und am besten vorsichtig hinfahren, weil wir müssen es erst reparieren lassen, bevor wir es tunen können. So, also Lenkung ist recht gut. Die Bremsen
sind richtig scheiße. Okay. Ja, Beschleunigung ist jetzt auch nicht das Beste. Ah, toll. Scheiß Verkehr. Und da vorne müssen wir dann links rein, genau. Ich erinnere mich. So, einmal hier runter. Gut, dann. Ja, wir möchten ein bisschen verändern. Wir machen immer das komplett rundum Paket. So, Panzerung. Das Beste. Bremsen. Straßen. Also man sieht hier noch keinen Unterschied. Deswegen einfach die besten, die Rennbremsen. Stoßstange. Frontstoßstange. Das sieht schon geil aus. Nehmen wir. Heckstoßstange. Ne. Oder? Ja, es hat schon was. Mit dem Reserverad hinten dran. Fahrgestell. Überrollkäfig, auf jeden Fall. So, Motor sieht man eh nicht. Nehmen wir den besten. Hupe. Ja, bei der Hupe. Nein. Bei der Hupe machen wir gar nichts. So, Scheinwerfer. Xenon. Ja, man sieht einen kleinen Unterschied. Neon Kids, Neon Anordnung. So, vorne. Mal so mal. Hinten. Die Seiten. Vorne und hinten. Front und Seiten. Heck und Seiten. Alles. Nehmen wir mit Neonfarbe. Das sieht cool aus. Wir gucken, das Lila sieht natürlich noch besser aus. Oder leuchten. Okay. Wir nehmen das leuchtend Pink. So, was haben wir noch? Nummernschild. Blau auf Weiß. Also Nummernschild ist eigentlich auch egal. Lackierung. Primärfarbe. Perleffekt. Was? Graphit. Schwarzer Stahl. Und dann das ist geil. Lavarot. So, Sekundärfarbe. Ja, genau. Genau. Sieht schon, es hat schon was. Es hat schon was. Bonbonrot. Boah, das ist geil. Das ist doch geil. Nee, das ist Weinrot. So, und dann, was haben wir noch? Das Dach. Okay.
Nö. 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 Wir nehmen das noch mit drauf. War noch was? Federung. Schön tiefer legen. Auch wenn es mir so hoch besser gefällt. Jetzt für den Rente, also für den Test dann probieren wir das auch noch aus. Renngetriebe. Turbo. Turbo-Tuning. Reifen. Felgentyp. Sport. Okay. SUV. Die sehen geil aus. Fakron. Tuner. Man muss die Bremse natürlich sehen können. Hier noch mal gucken, Muscle Car. Nö. Ne, die sind absolut kacke, weil du dann die Bremsen nicht siehst. Ne. Lowrider. Ja, aber nicht bei dem Auto hier. Okay. Luxus. Boah, die sehen natürlich auch geil aus. Die auch. Die auch. Die auch. Die habe ich. Bei meinem Auto, glaube ich. Also so ähnlich. Die haben auch was. Carbon. Die sind geil. Ich will die Carbon Shadow. So, dann Felgenfarbe. Irgendwas Weinrotes. Das ist ja eklig. Wow. Mitternachtslila. Das nehme ich. So, und dann die Reifen. Reifenmuster. Tuningreifen. Reifenverbesserung. Schussische Reifen. Ja, das ist jetzt einfach nur. Was? Reifenqualm. Ach, das ist, wenn man mit. Ja, da braucht man gar nichts. So, Fenster. Ja, kann man so lassen. So, jetzt haben wir das Auto getuned. Wir möchten einmal verlassen. Also mit dem Bremsen ist immer noch nicht so. Mit dem Beschleunigen. Ja. Geht. Aber die Bremsen sind absolut kacke bei dem Auto. So, gucken wir noch mal kurz. Hm?
Ja. Hat schon was. Hat schon was. Alles klar. Licht an. Wo geht's Licht an? Hier. Oben, das geht gar nicht. Wie geht denn oben das Licht an? Keine Ahnung. Ja, ist schon ein cooles Auto geworden. Und das direkt für die erste Folge. Gut, dann würde ich sagen, morgen geht's mit dem nächsten Auto weiter.